Ja, schönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Derby der Willikan Steelers gegen die Heilbronner Falken. Endstand vor 3.871 Zuschauern in der Allianz Arena 3:1 für Willikan. Links neben mir der Coach der Gäste, Manfred Wolf. Rechts neben mir, wie immer, unser Coach, Kevin Godet. Das erste Wort zum Spiel. Manfred, deine Stimme zum Spiel. Zuerst mal schönen guten Abend. Ich bin natürlich nicht zufrieden, wenn man verliert. Wenn man gegen den Meister spielt und spielt so eine Intensität, so ein Derby und spielt, wie wir heute Abend gespielt haben, wir steigern uns. Und das ist wichtig für mich. Wir sind an einem guten Weg. Und es war ein intensives Spiel. Wir haben eine oder andere individuelle Fehler gemacht. Und die Fehler darfst du nicht machen gegen so Top-Gegner. Es war aber wesentlich weniger Fehler, als wir in einem oder anderen Spiel diese Saison gemacht haben. Und wenn wir diese Intensität aufbringen können, dann werden wir definitiv unseren Weg gehen. Gratuliere erst einmal. Das Sieg ist natürlich völlig verdient. Und, aber ich bin schon sehr positiv eingestellt nach diesem Spiel. Peter hat sehr gut im Tor gespielt. Die Defensive war gute Arbeit. Und wie ich erwähnt habe, ein oder andere Fehler hat uns besonders am Anfang des Spiels gekostet. Auch das 5-gegen-3 Spiel bei uns war nicht berauschend. Und das muss besser werden. Und, aber wie ich gesagt habe, ich mag Niederlage nicht, aber in unserer Situation ist es ein schöner Schritt in die richtige Richtung. Danke, Manfred. Kevin, deine Worte zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Ich denke, Mannix hat gesagt, was die meisten Trainer sagen nach dem Spiel gegen uns. Ja, gegen die Meister, wir haben super gespielt. Und das ist immer die gleiche Wort Meister, das ich höre. Und es ist nicht einfach für uns. Alle spielen 110%. You know? Ah, wir wollen die Meister schlagen. Und dann natürlich hast du ein Derby, wo du musst gewinnen, weil du spielst gegen letzten Platz. So, da ist null Druck von Heilbronner Seite und da ist null Druck auf unserer Seite. Und wir haben das Spiel sehr gut begonnen, die ersten 10 Minuten. Und dann ein blöder Fehler natürlich, es ist 2:1 und die Heilbronner kriegt natürlich Selbstvertrauen und sagt, haben gleich eine Chance. Und haben sie super gespielt, die ersten 10 Minuten von dem zweiten Drittel. Viele Chancen erarbeitet. Wir haben dankbar eine Top-Torwartleistung heute gekriegt von Silo. Und das ist, was man braucht, weil man kann eigentlich von unserer Seite nur verlieren heute. Ich denke, viel hat gewartet, wir gewinnen 10:1. Weil sie haben ein hartes Spiel letztes Mal gegen Dresden gehabt. Aber sie haben auch vor das zwei gute Spiele gemacht. So, you know, Heilbronn ist eine gute Mannschaft. Sie haben vielleicht Pech im Moment, aber nur zu sagen, dass jedes Spiel für uns ist ein Kampf. Und das war ein Kampf bis zum Ende. Ich bin natürlich sehr zufrieden, dass in den letzten Drittel haben wir ein bisschen besser sicher gespielt. Keine Chancen gegeben. Das war sehr wichtig, dass wir einen Weg gefunden haben, das Spiel zu Hause zu bringen. Manchmal war nicht schön, aber am Ende, was zählt, ist die 3 Punkte. Dankeschön. Danke, Kevin. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Frage geht an Kevin Godet, wie er angesprochen hat. Der Anschlusstreffer aufgrund eines individuellen Fehlers. Woher kommen diese Fehler und wie kann man die eventuell abstellen? Ich habe eine Frage für dich. Wie kann Mannheim mit 2x mehr Geld als jede Mannschaft in der ersten Liga 12. sein? Wie kann Nürnberg heute Abend gegen Schwenningen, Nürnberg mit 12 NHL-Spielern, zu Hause erster Platz, verlieren 1:5 nach Schwenningen? Das ist verdammt schwer. You know, diese Konzentration, besonders als Meister. Und, ich bin einfach sehr zufrieden, wo wir sind in der Tabelle. Wir haben die gleiche Mannschaft. Das ist sehr, sehr schwer. Und die individuellen Fehler in dem Moment, ja, ich bin auch nicht sehr zufrieden. Aber es ist nicht einfach, immer diese Hochmotivation zu haben. Und du siehst, jede Meistermannschaft hat immer Probleme in den Anfang der Saison besonders. Weitere Fragen? Frage geht an den Gästetrainer. Das angesprochene, nicht berauschende 5:3 war einmal die Frage und dann, was da los war beim 2:0, als Freddy Cavana Geleitschutz bekommen hat. Okay, Freddy hat einen guten Move gemacht, keine Frage. Und das muss man auch anerkennen, aber defensiv gesehen, wir sind weggedreht von Freddy und wir haben die Mittelzone von der Mittelbahn nicht zugemacht. Es war ein Einzelfehler und dann läuft er rein und, ja, und dann passiert das Tor. So. Das sind die 2 Einzelfehler, was ich gesehen habe in die erste Drittel, auch an der langen Ecke, die erste Tor unserer Verteidiger.
nimmt den Schläger nicht weg vom Gegner, erwartet keinen Pass von diesem Winkel, was er war, und gegen einen Top-Gegner, nicht nur eine Meistermannschaft, aber auch ein Top-Gegner muss man das erwarten. Und ja, die sind die Fehler wohl passieren. Und ja, dann kosten uns diese frühzeitige Tor. Weitere Fragen? Frage erneut an Kevin Godet. Als im ersten Drittel zwei Verteidiger auf der Strafbank saßen, wurde es eng hinten drin. Wann kommt denn Markus Bleich wieder zurück? Das wissen wir noch nicht. Seine Verletzung ist schlimmer, als wir gedacht haben. Und ich kann keine exakte Zeit geben. Er braucht noch viel Zeit. Weitere Fragen? Frage an Mannix Wolf. Marvin Krüger auf eurer Seite auch noch verletzt. Kann er nächste Woche wieder spielen? In Canada werden sie sagen, Marvin Krüger's Status ist day to day. So wird es. Noch Fragen? Dem scheint dann heute nicht mehr so. Dann wünschen wir den Gästen zwar ein bisschen, aber einen guten Nachhauseweg. Und für die Steelers-Fans müssen sich nächstes Wochenende die Kräfte einsparen. Doppelpack am Wochenende, am Freitag Topspiel gegen Dresden zu Hause. Und genauso am Sonntag werden der ESV Kaufbeuren um 17 Uhr zu Gast ist. Bis dahin allen einen schönen Start in die Woche.